Die Kreisräte haben in einer Sondersitzung gestern die finanzielle Grundlage für kommende MotoGP-Veranstaltungen auf dem Sachsenring geschaffen. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmten sie für die Erhöhung des Stammkapitals der Sachsenring Rennstrecken Management GmbH. Beim ordnungsgemäßen Einladen der Abgeordneten saß der Kreisverwaltung die Zeit allerdings im Nacken. Der Landkreis Zwickau ist einer von 5 Gesellschaftern der Rennstrecken GmbH. Die weiteren sind die Städte Hohenstein-Ernsthal und Oberlungwitz sowie die Gemeinden Bernsdorf und Gersdorf. Die haben der Erhöhung ihrer Geschäftsanteile bereits zugestimmt, fehlte nur noch der Landkreis. Bis zur nächsten regulären Sitzung konnte aber nicht gewartet werden. Die Vertragsverhandlungen für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum Grand Prix, Motorrad Grand Prix in Hohenstein-Ernsthal sind im ersten halben Jahr dieses Jahres ganz intensiv gelaufen. Und der letzte Schlussstand war, dass von Seiten des ADAC, der als deutscher Partner für die spanischen Veranstalter fungiert, uns klar gesagt worden ist, dass sie bis Mitte des Monats August eine entsprechende Vertragserfüllungsbürgschaft brauchen. Ansonsten können sie den Vertrag nicht unterzeichnen. Und für die Ausreichung dieser Vertragserfüllungsbürgschaft seitens der Sparkasse steht nun die Bedingung, dass das Stammkapital entsprechend erhöht wird. Und um dies in dem kurzen Zeitfenster bis Mitte August tatsächlich machen zu können, ist diese Sondersitzung notwendig gewesen. Es dreht sich also insgesamt bei den 5 Gesellschaftern um etwas weniger als 200.000 Euro. Für den Landkreis 62.000 Euro, die als Stammkapital in die Gesellschaft eingelegt werden. Also nicht ausgegeben werden, sondern dort letztendlich als Sicherheit und als Liquidität. 62.000 Euro sind für einen Privatmenschen sicher viel Geld. In Haushaltsdimensionen des Kreises betrachtet aber eher eine kleine Summe. Doch auch für kleine Summen müssen die Abgeordneten ihr Okay geben. Und das haben sie offensichtlich gern gemacht. Denn 62.000 Euro, die praktisch nicht ausgegeben werden, dem Kreis aber zugutekommen, sind nicht die schlechteste Sache. Es ist auch Wirtschaftsförderung, was am Sachsenring stattfindet. Denn über 200.000 Leute, die herkommen, eine überregionale Beobachtung dessen, was hier am Sachsenring passiert. Ich denke, was Besseres kann einem nicht passieren. An dieser Stelle will ich auch noch mal einen Dank aussprechen an die SAM. Denn ursprünglich hatte diese Veranstaltung der ADAC organisiert, das seit einigen Jahren nicht mehr. Und wenn die Kommunen ringsherum und der Landkreis sich nicht zusammengefunden hätten und die Gesellschaft gegründet hätten, die SAM, dann gäbe es diese Veranstaltung hier vor Ort nicht. Für Hohenstein-Ernsthal wäre das ein nicht zu beziffernder Verlust gewesen, der Sachsenring ohne MotoGP. Aber die SRM hat gezeigt, dass sie solch ein Event handeln kann und das in Zukunft auch weiter tun will. Hohenstein-Ernsthals Oberbürgermeister Lars Kluge ist zufrieden mit dem Votum der Kreisräte. Ja, wir machen ja den größten Sportevent Deutschlands und da geht es natürlich auch immer um auf der Einnahmenseite, auch auf der Ausgabenseite immer um viel Geld. Und es ist natürlich gut, dass die SRM jetzt einfach etwas breiter aufgestellt ist. Generell für die Stadt Hohenstein-Ernsthal ist es natürlich toll zu sehen, dass auch die anderen Gesellschafter hinter dem Sachsenring, hinter dem Motorrad Grand Prix am Sachsenring stehen. Und ich habe mich sehr über die Statements aus allen Fraktionen gefreut, denn dann wurde ja wirklich deutlich, dass alle wissen, wie wichtig der Grand Prix für uns ist. Das war jetzt der Grand Prix. Was würden Sie als Stadtchef von Hohenstein-Ernsthal sagen, wenn Bernie Ecclestone ernst macht nächstes Jahr? Die Frage wurde mir in den letzten Tagen doch einige Male gestellt. Also es ist natürlich fern der Realität, dass die Formel 1 bei uns an dem Sachsenring ein Rennen fährt. Aber ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Bernie Ecclestone den Sachsenring kennt. Denn das spricht ja auch für die tolle Arbeit, die wir in den letzten Jahren hier geleistet haben. Und das ist wirklich ein Stück weit ein Kompliment. Und ich freue mich immer über positive Nachrichten und das war tatsächlich eine. Mit Formel-1-Rennen wird es also nichts, wenn man es realistisch betrachtet. Aber der MotoGP ist mit der gestrigen Entscheidung weiterhin finanziell gesichert.